Er hat schwierige Monate und Jahre hinter sich, wegen der Krebserkrankung seines Sohnes Noah, 4, hatte Michael Bublé, 42, Feeling Good, sich aus der Musikwelt zurückgezogen. Er wollte erst wieder singen, wenn es seinem Sohn besser geht. Am Samstag gab der Sänger nun in Dublin sein Comeback. Dabei hatte Bublé befürchtet, dass er womöglich nie wieder singen werde. Ich habe wirklich gedacht, dass ich niemals zur Musik zurückkehren werde, erzählte Bublé nun der australischen Herald Sun. Die Familie ist das, was zählt. Die Gesundheit meiner Kinder steht an erster Stelle. Im Sommer erwartet er zusammen mit seiner Frau Luisana Lopilato, 31, das dritte gemeinsame Kind. Die beiden haben auch noch Sohn Elias, 2. Es war endlich soweit. Im vergangenen November hatte Bublé schließlich ankündigen können, dass es Noah besser gehe und er am 7. Juli ein Konzert in Dublin und am 13. Juli einen Auftritt in London spielen wolle. Sein Comeback in Dublin am gestrigen Samstag war ein voller Erfolg, wie Irish Sun schreibt. Vor rund 70.000 Fans habe der Sänger eine Show abgeliefert, die allen Anwesenden im Gedächtnis bleiben werde.